Was machen wir jetzt? Pass auf, jetzt unterhalten wir uns über, einfach als wäre das, wär das Gespräch nie zu Ende gewesen. Wir werden einfach weiterreden. Sag mal, Jella, wie viel von der Rolle der Chantal steckt in dir persönlich? Jetzt werde ich oft gefragt. Was sagst du dann, wenn du das gefragt hast? Ja, also ich glaube, man bringt immer ein bisschen was mit. Aber ja, vielleicht so 8%. 8%? Ja. Warum jetzt nicht 12 oder 15%, sondern 8%? 8%. Jella, heute Abend bist du ja zu Gast im Neo Magazin Royal. Ja. Um 20.15 Uhr in der Mediathek, im zweiten deutschen Internet. Um wie viel Uhr? Um 22.10 Uhr sind wir? 22 wie ein Olli Welke, der macht den Olli Welke. Kennst du Olli Welke? Oh, das ist ein ganz fieser Mann. Super. Der ist wirklich, der ist sowas wie beim ZDF, ist quasi, ich bin beim ZDF sowas wie die Jella Hase und er ist der Elias Mbarek, eigentlich. Ein kleines bisschen. Und er ist immer, der ist fies zu mir. Weil der macht immer länger, weil er hat immer so viele gute Witze. Und dann ist unsere Sendung immer später. Und heute Abend bestimmt wieder 23, 24 Uhr, 1 Uhr nachts teilweise. Der schiebt das extra nach hinten raus. Ich kenne den Welke ganz genau. Aber ist ein Buddy-Typ, der macht das aus kollegialen Gründen. Er macht das aus kollegialen Gründen, weil er weiß, wir schaffen das nicht, die Quote zu halten. Heute Abend auf jeden Fall relativ spät, 22 Uhr, 25, 30, 40 ungefähr, in ZDF Neo, zu Gast sein wird Jella Hase. Jella Hase, meine Damen und Herren. Wir werden gemeinsam alles möglich. Luftballon aufpusten, Luftballon zum Platzen bringen. Sehr standhaften Luftballon auf. Lassen wir uns überraschen, was heute Abend alles passiert. Fantastischer Gast, fantastisches Publikum. Ralf Kabelka ist gut drauf. Das Rundfunk-Tanzorchester wird auch mit dabei sein. Wir werden heute Abend uns ja, kümmern um ein verblüffendes, übersinnliches Phänomen. Wir werden ein exklusives Interview haben. Und wir kümmern uns ums Thema Ehrlichkeit bei YouTubern. Also für jeden was dabei. Hast du noch irgendwas, was du sagen möchtest? Einfach hier in die Kamera. Jetzt wirklich können hier gucken im Internet teilweise 40.000, 50.000 Leute dieses Filmchen an. Und den kannst du jetzt mal auf, keine Ahnung, was Politisches, was Unpolitisches, eine Albumempfehlung, Opa Klaus grüßen, was immer du möchtest. Ach, ja, geht alle am 26.10. ins Kino. Ne? Ich dachte, alle wählen gehen am 26.10. wählt Fuck You Goethe 3. Haben Jella, wir ja gemacht, einen Wahlaufruf. Habe ich gesehen. Ja. Das war überraschend und war ganz gut. Hat Jella, nicht so viel gebracht. Hat nicht so viel gebracht. Ja gut, wer weiß, wenn ihr es nicht gemacht hätte, wäre die AfD vielleicht bei 35% gelandet. Wer weiß, man weiß es nicht im Nachhinein. Heute Abend zu Gast im Neo Magazin Royal Jella Hase. Und der Hashtag der Woche ist zum allerersten Mal gesponsert. Von wem dürfen wir nicht verraten? Jens Spahn, Kanzler, endlich ist, ist der Hashtag der Woche. Jens Spahn ist ja auch ein Begriff, in Berlin, klar. Hast du mir ja schon erklärt. Ich freue mich auf das Gespräch heute Abend. Tschüss.